Mein Name ist Thomas Quitschalle und ich mache seit anderthalb Jahren Gracie Jiu-Jitsu. Wie genau ich zum Jiu-Jitsu gekommen bin, weiß ich überhaupt nicht. Die Schule hat das irgendwann angeboten und ich habe dann angefangen, dort teilzunehmen. Und mich hat es so gefesselt, dass ich nie wieder damit aufgehört habe. Mein Name ist Stefan Felix und ich trainiere seit 4 Monaten hier in der Kampfkunstschule Jiu-Jitsu und ich bin blind. Mein Arm. Ja. Schnappen die doch. Den hier, gut. Ja. Hast du doch gerade auch gemacht. Ja. Also ich trainiere Jiu-Jitsu hier, weil das ein Angebot des Düsseldorfer Blindenvereins war und es mir so gut gefällt, dass ich schon relativ zeitnah in die, in Anführungszeichen, normale Gruppe eingestiegen bin und trainiere, weil ich halt lieber gerne meinen Körper spüre und ich weiß, da habe ich was getan. Das Jiu-Jitsu ist ein wenig wie Schach. Also man gibt dem Gegner einen Einstieg, um den dann eventuell hinterher auszunutzen. Also man denkt 4 Techniken im Voraus, um sich dann hinterher auf eine Technik zu spezialisieren oder die dann auch auszuführen und so den Gegner dann zu bezwingen. Weiter und stopp. Also man spürt auf jeden Fall einen extremen Unterschied zu Sehenden. Blinde haben ein viel besseres Körpergefühl als Sehende. Sie wissen ganz genau, wie sich mein Bein bewegt oder sie erahnen Techniken schon voraus, bevor ich sie überhaupt ansetze, weil sie Muskelkontraktion spüren, auf die ich überhaupt nicht achten würde oder ähnliches. Wenn der Stefan im normalen Combatives-Kurs mitmacht und dort die Gracie Jiu-Jitsu-Einheit mitmacht und wir einen neuen Schüler haben, der noch nie beim Gracie Jiu-Jitsu war und der mit Stefan trainiert, dann bekommt der Schüler das meist überhaupt nicht mit, dass Stefan blind ist, weil er sich so gut bewegen kann und auch mittlerweile schon so gut im Training ist, dass man es ihm einfach überhaupt nicht mehr anmerkt, dass er blind ist. Im Gegenteil, also er stellt viele von uns sogar schon in den Schatten.